Meine Mitarbeiter haben mir aufgeschrieben, dass es wahrscheinlich ist, dass das VG Stuttgart zeitnah entscheiden wird. Das heißt, heute oder morgen. Ja, dann wissen wir mehr. Wir haben diesen Antrag ja am 19. Juli eingereicht, sind der Auffassung, dass wir keine weiteren Fahrverbote mehr brauchen, um die Grenzwerte einzuhalten, weil uns die rückläufigen Luftwerte das bestärken. Und wir haben eben das Gericht gebeten, uns diesen Aufschub zu gewähren, damit wir nicht Tatsachen schaffen, die betroffenen Stuttgarter ihre Autos verkaufen müssen. Aber wie gesagt, eine Entscheidung liegt uns noch nicht vor. Ihre Regierung hat ja jahrelang gegen Fahrverbote gekämpft. Sollten die jetzt wirklich kommen, war dieser Kampf dann völlig erfolglos? Weil eigentlich ist es ja eine krachende Niederlage dann. Ja, das ist so. Niederlagen vor Gericht sind Niederlagen und keine Siege. Ja. Es ist einfach so. Ja. Wir leben ja schließlich in einem Rechtsstaat und die Gerichte haben das letzte Wort. Ich meine, Ihre Koalition ist ja fast an dieser Frage zerbrochen. Nein. Die CDU hat damals gesagt, es wird keine Fahrverbote geben. Ja gut, ich meine, man kann viel erzählen, aber die Gerichte entscheiden. Ja, das ist halt so im Leben in einer Demokratie mit einer funktionierenden Gewaltteilung. Ja, und wir haben uns sozusagen ja auch daran im Großen und Ganzen gehalten, wenn wir auch einige Zwangsgelder aufgebrummt bekommen haben. Ja, aber letztlich sind wir den Entscheidungen der Gerichte gefolgt. Was anderes ist ja in einem Rechtsstaat auch kaum denkbar. Ja? Und es dürfen Sie dann gerne als krachende Niederlage beschreiben. Das ist Ihr gutes Recht. Herr Ministerpräsident, die Bahn stellt gerade Planungen für die Umsetzung des Deutschlandtaktes vor. Dazu würde auch gehören, im Augenblick eine Planung eines weiteren Tunnels hier in diesem Stuttgart-21-System, eines Gäubahntunnels. Wie würden Sie das denn bewerten, wenn jetzt doch noch so ein weiterer Tunnel hier gebaut würde? Ja, ich meine, es ist einfach so, Tunnel lösen immer viele Probleme. Es ist einfach trivial, ja. Und ja, wir sind natürlich auch große Anhänger dieses Deutschlandtaktes. Das ist ja gar kein Fragen. Nicht. Und wir begrüßen natürlich solch einen Verbesserungsvorschlag. Nicht, aber das muss jetzt erstmal der Bund beurteilen. Das Problem ist, Tunnel sind schön, aber teuer. Ja. Und das nicht, wenn man sowas macht, muss ja die Finanzierung sichergestellt sein. Nicht, und aber auch zeitlich ist das ja höchst ambitioniert. Solche Ergänzung müsste ja sehr rasch umgesetzt und angegangen werden. Nicht, und das ist ja für die Gäubahn zentral, damit sie nicht jahrelang vom Stuttgarter Hauptbahnhof abgehängt wird. Deswegen sollte man eine sehr zügige Klärung dieser Frage haben über Planung, Finanzierung und Bau. Und nur dann können wir die bestehenden Planungen umwerfen. Ja? Also das ist sicher ein sehr interessanter Vorschlag. Kommt halt erst jetzt. Und wenn man ihn wirklich ernsthaft verfolgen will, ist da hohes Tempo, wie gesagt, bei Planung, bei der Sicherung der Finanzierung beim Bau erforderlich. Und da ist dann natürlich logischerweise der Bund als Eigentümer der Bahn gefragt. Führt eigentlich nicht, dass diese ganze Stuttgart-21-Debatte und Auseinandersetzung so ein bisschen ad absurdum, dass die Bahn jetzt sagt, jetzt bauen wir halt dann doch noch einen weiteren Tunnel und... Ich meine, wir haben uns intensiv damit befasst. Es gab einen Faktencheck, der ist von 1 Million Menschen angeschaut worden. Auf sehr hohem Niveau sind da wirklich hochdetaillierte technische Fragen
beantwortet worden. Man sieht jedenfalls im Nachgang der ganzen Geschichte jetzt nach den vielen Jahren, wo hatten wir denn Unrecht, die damaligen Gegner? Nicht, das darf man vielleicht allmählich schon mal fragen. Aber wie man schwäbisch sagt, der Zug ist raus. Ja, also das heißt, das ist jetzt so nicht, das ist jetzt der Preis dafür, nicht, dass sozusagen eine vernünftige Gesamtplanung dieses Knotens als Gesamtknotens und nicht nur der unterirdische Bahnhof selber schon ein sehr ambitioniertes Projekt war. Ich erinnere mich noch gut an den Faktencheck. Die ganzen Problempunkte lagen immer außerhalb des Bahnhofs selber, ja, des unterirdischen Bahnhofs selber. Einige Sachen sind danach gebessert worden. Denken Sie an die Wendlinger Kurve. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo man noch doch auch sehr viele Millionen die Hand genommen hat, um diese Engpässe zu verhindern und anderes mehr. Jedenfalls da ist nun tatsächlich ein Jahrhundertprojekt ist jetzt eben in dieser Form, ist es natürlich aus Sicht eines ehemaligen Gegners misslich, aber ich könnte mich auch bestätigt fühlen. Es nützt mir allerdings jetzt nichts mehr als MP, weil mit dem Tag der Volksabstimmung war die Sache einfach schlichtweg entschieden. Jedenfalls sind solche Nachbesserungen, die zu solch eminenten Verbesserungen führen, immer sinnvoll, aber eben teuer und das Geld muss schon sichergestellt sein. Das ist mir schon wichtig. Also was in die Welt zu setzen, ohne dass es nachher auch was Planung, Bau und Finanzierung betrifft, im Unklaren zu lassen. Ich glaube, das können wir nicht machen. Herr Ministerpräsident, am Wochenende war Ihre Facebook-Seite abgeschaltet. Erste Frage, wie beurteilen Sie das, was sich da abgespielt hat auf Ihrer Seite? Und zweite Frage, ist es für Sie, mittlerweile ist es ja wieder aufgeschaltet, ist es für Sie vielleicht generell Anlass, sich von so einer Seite zu verabschieden und zu sagen, nee, ich setze mich solchen Attacken nicht mehr aus? Ja, ich meine, man muss so sehen, im Kern ist es ein wertvolles Instrument, das wir da haben, nicht, wo sich eben Bürger schnell an uns wenden können, Bürgerinnen, und wir auch schnell antworten können. Wir haben 100.000 Kommentare bekommen seit Beginn der Corona-Krise und 17.000 Antworten geschrieben. Ich meine, da sieht man, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und bedeutet für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Einsatz von früh bis spät bis in die Nacht hinein. Und das ist eine wirklich außergewöhnliche Leistung, die Onlinerinnen hier abgeben. Jemand ist ansprechbar, es passt eigentlich gut in die Politik des Gehörtwerdens. Ist die gut neben anderen Anlaufstellen eine gute Anlaufstelle. Aber das war nun offenbar eine gezielte Aktion, nicht bis hin eben zu strafrechtlich relevanten Aufrufen. Also wurde mir so ein Kommentar vorgelesen, wirklich übelste sexistische Anmache, und es endet dann mit Sieg Heil. Damit ist natürlich ein strafrechtlicher Tatbestand gegeben. Das andere ist ja erstmal nur eine Beleidigung, ja, gegen die ich natürlich vorgehen könnte. Aber ich meine, das sind ja Tausende solcher Beleidigungen. Ja, also das zeigt schon ein richtiges Problem, das wir da haben. Aber das ist offensichtlich eine ganz gezielte Maßnahme, um diese Seite wirklich lahmzulegen. Das heißt also, wir haben die Seite nicht abgeschaltet, weil wir auch unbotmäßige und unangemessene Kritik nicht ertragen können. Das ist nicht der Fall, sondern weil da versucht wurde, diese Seite im Prinzip und uns lahmzulegen. Ja.
Ich habe natürlich kurz mal andiskutiert, das werden wir auch noch machen, was ziehen wir auch eigentlich aus solchen Aktionen für Konsequenzen. Ich habe noch was anderes erlebt, als ich auf einmal massiv Post an meine Privatadresse bekam, in den letzten Tagen. Das war so eine Maskenkampagne, fast in jedem Brief war eine Maske drin, die oft beschriftet waren mit die allermeisten anonym. Wer Masken will, soll Masken bekommen und teilweise auch mit ganz üblen Aufschriften auf dieser Maske. Ich habe an der Adressierung, da hieß es nämlich immer Sigmarin-Leitz, das ist ja eine Adressform, die nur sehr selten verwendet wird. Ja. Alle diese Briefe hatten auf einmal die Adressenform, sehr ähnliche Formulierungen, sodass man auch da gemerkt hat, es ist einfach eine Kampagne. Ich meine, sowas dann an eine Privatadresse zu machen, ist schon ziemlich ungehörig. Auch sowas nimmt ja leider zu. Nicht, also das sind gezielte Kampagnen von Leuten, die es nicht nur nicht gut mit einem meinen, das müssen sie nämlich nicht, sondern die damit gezielt Aktionen machen, die immer in der Regel sozusagen unterhalb einer strafrechtlichen Schwelle liegen, aber eigentlich Dinge sind, die man nicht mag. Ja. Nicht, Sie wissen, dafür habe ich mal den Begriff der Tu-nicht-Gute kreiert. Und damit müssen wir jetzt befassen, aber teilweise sind da schon auch Dinge drin, die wirklich nicht mehr gehen. Das Problem ist, dass sozusagen unter der Schwelle der Strafbarkeit etwas anwächst, wo sich der demokratische Rechtsstaat ja überlegen muss, wie er damit umgeht. Nicht, wir haben ja, sind ja eine Verfassung mit einer radikalen Meinungsfreiheit im Prinzip, die nur dann eingeschränkt wird, wenn strafrechtliche Belange erfolgt sind. Aber wenn sozusagen immer knapp unterhalb dieser Schwelle agiert wird und die Schwelle dessen, was man öffentlich sagt, immer weiter gesenkt wird, bekommen wir einfach ein Problem. Und dem müssen wir uns widmen. Eine Idee, was daraus folgen kann, die hätte ich gern. Aber da ich sie noch nicht habe, muss man sich darum kümmern. Verstehen Sie, wir müssen uns nicht immer nur, das ist dasselbe Problem mit den Krawallen vorletzte Woche, nicht, wir reagieren sozusagen aktuell, das wissen wir im Großen und Ganzen und haben dann Instrumentenkasten oder erweitern ihn auch, indem wir Gesetze verschärfen oder was auch immer. Mittelfristig, auch da gibt es natürlich Vorschläge, was weiß ich, wie jetzt bei den Krawallen Videoüberwachung. Aber was wir langfristig machen, um diese Tendenzen einzudämmen, heute hatten wir wieder einen Bericht vom Innenminister, der zeigt, dass der Respekt gegenüber der Polizei einfach abnimmt. Selbst wenn jemand in einer Verkehrskontrolle jemand, der sich unrechtmäßig verhalten hat, anspricht, selbst da muss er schon mit Aggression rechnen. Das meine ich. Und auch das sind alles Phänomene, und denen müssen wir uns widmen, auch wenn sie schwer zu fassen sind und sicher langfristiger Strategien bedürfen. Aber auch langfristige Strategien muss man irgendwann anfangen und den ersten Schritt dahin machen. Das heißt, man muss jetzt erstmal kluge Leute befragen, die sich damit professionell auseinandersetzen, wie ich das eigentlich immer mache bei allen Problemen, und dann daraus etwas rauszufiltern, was man machen kann. Aber auch natürlich Kollegen, die sich auch schon lange damit befassen, wie jetzt der Kollege Lucha. Nur, wir müssen irgendwann mal die Sachen bündeln und auch da zu klaren Strategien kommen, statt immer zu sagen, Verrohung im Netz. Sagen wir zum 17. oder 170. Mal, weiß ich nicht. Und das hat dann was Feststellendes, ohne dass deutlich wird, dass wir das eindämmen müssen und nicht nur nicht gut finden.